Es ist ein Tag, der in deutschen Geschichtsbüchern landen wird. Der 1. April 2024. Und zwar nicht als Aprilscherz. Cannabis, Gras, Bubatz. Seit Montag ist es in Teilen legal. Das ist eine Zäsur in der deutschen Drogenpolitik. Erwachsene können jetzt klar definierte Mengen Cannabis legal bei sich haben, in der Öffentlichkeit einen Joint rauchen und für den Eigenbedarf zu Hause anbauen. Soweit, so klar. Aber was bedeutet die Teillegalisierung für Menschen, die Cannabis aus medizinischen Gründen brauchen? Das fragen wir heute HR-Journalistin Katrin Wegner. Sie erzählt uns die Geschichte von Chris, den sie über Monate begleitet hat. Er ist krank und hat das Rezept für Cannabis. Nur die Kosten bringen ihn in Existenznöte. Zumindest bisher. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 2. April. Hallo Katrin. Hallo. Wer ist Chris Giese? Chris ist 41 Jahre alt. Er hat das Tourette-Syndrom. Er sagt Schimpfwörter. Er zuckt die ganze Zeit. Es gibt halt Äußerungen und Gesten, Muskelverspannungen, die plötzlich so ausbrechen, die er selbst aber auch nicht kontrollieren kann. Er nimmt sie wahr, aber kann sie nicht unterdrücken. Er ist früh verrentet. Er ist gelernter Objektdesigner, konnte aber seiner Arbeit nicht mehr nachgehen, weil die Tourette-Erkrankung ihn immer wieder aus dem Konzept bringt. Also Cannabis ist ja eigentlich ein Rauschmittel, was viele nutzen als Rauschmittel, aber bei ihm hat es eine andere Wirkung, nämlich dass die motorischen Aktivitäten gedämpft werden, dass der Stress reduziert wird, dass er plötzlich keine Schimpfwörter mehr ausstößt, keine Geräusche mehr macht unwillkürlich, keine Zuckungen mehr hat. Das ist ganz im Ernst eine Therapie, ja, die mir ein Stück meines Lebens zurückgibt. Das glaubt mir kein Mensch. Und wie genau funktioniert das? Also warum hilft Cannabis dabei? Also das ist ja sowieso eine Krankheit, die noch nicht ausreichend erforscht ist. Also man kennt die Ursache noch nicht, warum Menschen an dem Tourette-Syndrom erkranken. Aber in den 90er Jahren hat man herausgefunden, dass das Gehirn ein zentrales Cannabinoid-Rezeptorsystem besitzt. Und das scheint aber bei Tourette-Erkrankten nicht genau zu funktionieren. Also so werden bei Tic-Patienten vermehrt Veränderungen in den zentralen Cannabinoid-Rezeptor-Genen gefunden. Da gehen dann die Wissenschaftler tatsächlich davon aus, dass die Cannabinoid-Rezeptoren durch die Cannabinoide in der Cannabispflanze aktiviert werden und dann eben diese wichtige Rolle dabei spielen, dass diese ganzen Ticks gedämpft werden, dass die an im Alltag relativ normal teilnehmen können und nicht immer wieder gestört werden durch plötzliche Geräusche, durch plötzliche Schimpfwörter, durch plötzliche Zuckungen. Und das heißt, also man weiß es vielleicht nicht so ganz genau, aber fest steht, das hilft und das sagen auch Ärzte, ja? Das sagen auch Ärzte. Es gibt eine Koryphäe, das ist Frau Dr. Müller-Fahl in der Abteilung Klinische Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover. Und die hat Studien durchgeführt mit erwachsenen Tourette-Patienten und herausgefunden, dass die Behandlung mit medizinischem Cannabis sehr wirksam ist und ja auch sogar ohne bedeutende Nebenwirkungen hilft. Diese Möglichkeit, medizinisches Cannabis zu bekommen, die gibt's ja schon seit 2017 in Deutschland. Seitdem kann man Cannabis verschrieben bekommen als Medikament, als Therapiemittel. Der Bundestag hat heute Cannabis auf Rezept zugelassen. Demnach können bestimmte Patienten Arzneimittel mit der Droge künftig in der Apotheke erhalten, ganz legal und auf Rezept. Hat Chris das dann auch als Medizin vom Arzt verschrieben bekommen, genau deswegen?
Ja, das hat er. Also er hat ein Rezept für medizinisches Cannabis von seiner Psychiaterin bekommen und kann in die nächste Apotheke gehen und das einlösen. Aber die Kosten übernimmt nicht die Krankenkasse, sondern die Kosten muss er dann selbst übernehmen. Also das ist der Knackpunkt. Chris braucht das Cannabis, um zu funktionieren, sagen er und seine Psychiaterin. Aber seine Krankenkasse will ihm das nicht bezahlen. Und weil er ja nur eine Rente bekommt, hat er wahrscheinlich eh nicht so viel Geld. Was kostet ihn denn seine Therapie so pro Monat? Zurzeit gibt er 800 Euro für Cannabis aus pro Monat. Wenn ich es kann. Aber meistens habe ich nur so mal so 500 Euro zur Verfügung, weil ich durch das Medikament einem Minijob nachgehen kann. Ja, und da kann ich jetzt zur Rente dazu verdienen. Und ja, das reicht halt nicht aus. Ja. Den Rest muss ich mir irgendwie organisieren über Spenden und Pfandflaschen sammeln und keine Ahnung. Das ist eine Katastrophe. Okay, also ganz kurz, das heißt, das ganze Geld von seinem Job und noch mehr geht komplett drauf fürs Cannabis. Ja, ganz genau. Ja. Chris geht also regelmäßig mit seinem Rezept in die Apotheke und löst das auf eigene Kosten ein. Also da hätte er für sich endlich das Versprechen von sauberer Medizin, also vom medizinischen Cannabis und der richtigen Dosierung, wie es ihm gut tun könnte, um seine Ticks unter Kontrolle zu bekommen. Aber es ist natürlich teuer und dieses Geld hat er nicht auf die Dauer. Also Apotheke ist zu teuer, höre ich daraus. Wo kauft er das dann? Auf dem Schwarzmarkt, wenn man weiß, wo man es günstig kriegen kann. Und dieses Cannabis hat ja niemals die Qualität, die das medizinische Cannabis hat. Also der weiß ja nie, was er da dann eigentlich kriegt. Okay, also Problem 1, seine Krankenkasse zahlt nicht. Problem 2, weil die Kasse nicht zahlt und Chris Giese nicht das Geld für das gute Cannabis aus der Apotheke hat, besorgt er es sich anderswo. Was ist denn da das Problem bei Chris? Warum sagen seine Ärzte, ja, wir verschreiben dir Cannabis, aber die Krankenkasse sagt nein? Chris hat bereits 3 Anträge gestellt über seine Psychiaterin, über einen Schmerztherapeuten in Bonn. Und die Krankenkasse hat alle 3 Anträge bisher immer abgelehnt. Das Problem ist, Chris hat die Diagnose Tourette erst seit 4 Jahren. Er hat es erst mit 37 Jahren diagnostiziert bekommen. Aber es ist davon auszugehen, dass er diese Erkrankung hat, seitdem er auf der Welt ist. Er galt aber als Kind als sogenannter Systemsprenger. Also das heißt, seine Krankheit wurde lange nicht erkannt. Warum ist es ein Problem, dass er so spät diagnostiziert wurde? Es ist ein Problem, weil er sehr häufig in seinem Leben bereits in Psychiatrien war, weil er immer wieder aufgefallen ist, weil er ja in ganz schwierigen Situationen war in seinem Leben ohne diese Diagnose und deswegen eine ganze Liste von Fehldiagnosen mit sich herumschleppt. Und die Krankenkasse sieht natürlich diese ganzen Diagnosen und obwohl seine jetzige Psychiaterin, die er seit 4 Jahren hat, die aus dem Wege geräumt hat, ist es für die Krankenkasse aber trotzdem eine Diagnose, die da immer noch existiert und die Anträge, die bisher gestellt wurden für die Kostenübernahme des medizinischen Cannabis, die abgelehnt wurden, wurden halt immer deswegen abgelehnt, weil man sagte, da besteht eine Cannabisabhängigkeit. Das war die allererste Diagnose. Denn tatsächlich ist es so, dass Chris irgendwann bemerkt hat, als er das erste Mal Cannabis geraucht hat, dass ihm die Möglichkeit gibt, lebensfähig, alltagsfähig zu sein. Weil er selbst quasi sich therapiert hat in der Form zu erkennen, die Ticks werden weniger, er hat einen klaren Kopf, er kann ohne aufzufallen seiner Arbeit nachgehen. Also das heißt aber, so eine Diagnose ist für die Krankenkasse ein Ausschlusskriterium. Das ist ein Ausschlusskriterium,
Aber die Psychiaterin weist halt in den Anträgen immer wieder darauf hin, dass er keine Suchterscheinungen hat, dass Cannabis anders wirkt, also ihn nicht in Rauschzustände versetzt, sondern dass es bewirkt, dass eben die motorische Aktivität der Tics gedämpft wird, dass der Stress reduziert wird, der dazu führt, dass er Geräusche von sich gibt, dass er Schimpfwörter ausstößt. Okay, wie behandelt man sonst das Tourette-Syndrom, wenn nicht mit Cannabis? Also, was könnte Chris laut seiner Krankenkasse denn machen? Also, die Behandlung von Tourette erfolgt derzeit symptomatisch mit Neuroleptika und anderen Psychopharmaka, die allerdings nur sehr begrenzt wirken und häufig mit ganz erheblichen Nebenwirkungen einhergehen. Und bei ihm zum Beispiel, der hat einige Neuroleptika ausprobiert, sind die erheblichen Nebenwirkungen die, dass der einen ganz fiesen Hautausschlag bekommt, also wo dann die Haut wirklich ganz schrecklich aussieht. Also es gibt auch Bilder im Film, die ganz erschreckend aussehen, weil das so offene Wunden sind. Riesige offene Wunden, und der hat so gelitten unter diesen Nebenwirkungen und sagt dann auch, warum soll ich jetzt noch weitere Neuroleptika ausprobieren? Ich bin ja kein Versuchskaninchen. Allerdings im Paragraph 31 Absatz 6 SGBV kann man entnehmen, dass man nicht mehr alle Standardtherapien ausschöpfen muss, sondern man kann ganz klar und ausführlich begründen, warum nicht weitere Therapien in Betracht kommen. Okay, also die Patienten müssen nicht alle anderen Therapien und nicht schon alle Medikamente genommen haben. Die Krankenkassen können das aber verlangen, bevor sie die Therapie bezahlen, können es also selbst entscheiden. Und da überrascht es nicht, dass Sie, die das ja zahlen müssen, eher strenger drauf schauen und wie bei vielen anderen Therapien auch nur dann zahlen, wenn Sie müssen. Es ist so, dass also nach wie vor, ob ein Cannabispräparat anderen Schmerzmitteln vorzuziehen ist, können halt Patientinnen und Ärztinnen nicht selbst entscheiden. Und die Kassen prüfen jeden Fall einzeln. Und sie haben, seitdem es halt die Möglichkeit gibt, seit 2017 medizinisches Cannabis finanziert zu bekommen, fast 40% der Anträge auf Kostenübernahme abgelehnt. Viele kranke Menschen sind dadurch nach wie vor gezwungen, sich selbst mit Cannabis dann einzudecken. Das Frühjahr kommt und damit die teilweise Legalisierung von Cannabis für den Privatgebrauch. Ab dem 1. April dürfen Erwachsene die Droge in begrenzten Mengen besitzen und anbauen. Heute hat die Teillegalisierung von Cannabis ihre letzte Hürde genommen, den Bundesrat. Die kann die Ampel eines ihrer zentralen Vorhaben umsetzen. Vor allem der Union ist es nicht gelungen, das Projekt noch zu stoppen. Für Chris war es bisher ja vor allem finanziell schwierig, an seinen Cannabis zu kommen. Jetzt ist Cannabis zumindest teilweise legalisiert. Das heißt, Erwachsene dürfen bis zu 25 Gramm besitzen und mit sich führen. Zu Hause darf man sogar doppelt so viel lagern. Und man darf für den Eigenbedarf selbst anbauen. Ist das eine Lösung für Chris' Problem? Also zum einen ist es die Lösung, dass er natürlich jetzt nicht mehr in diese Situation gerät, sich verstecken zu müssen, wenn er Cannabis raucht. Und löst das Gesetz zumindest das Problem der Anschaffung mit dem erlaubten Eigenanbau? Nun darf Chris selbst Cannabis anpflanzen. Allerdings darf man nach der Teillegalisierung nur 3 Pflanzen pro Person anpflanzen. Er bräuchte aber, um seinen medizinischen Bedarf zu decken, 2 Pflanzen pro Monat, also 24 Pflanzen pro Jahr. Also das privat anzubauen ist keine Lösung. Neben dem privaten Anbau gibt es ja mit dem neuen Gesetz jetzt auch noch die Möglichkeit, einem Cannabis-Club beizutreten. Ist das eine Option für Chris, um an sein Cannabis zu kommen? Da ist es so, der Anbau von Cannabis in Cannabis-Clubs erfordert eine behördliche Lizenz, um sicherzustellen, dass der Anbau und die Produktion unter einer staatlichen Kontrolle und Überwachung steht. Also damit wäre zum Beispiel auch mehr Qualität gewährleistet als auf dem Schwarzmarkt. Und die Clubs, die dürfen maximal 50 Gramm Cannabis im Monat pro Mitglied zum Eigenkonsum abgeben.
Und wenn Chris jetzt einem dieser Clubs beitreten würde, was er sich durchaus überlegt, dann würde er 50 Gramm Cannabis bekommen. Er benötigt allerdings 60 Gramm, aber damit wäre ihm ja schon weit mehr geholfen als vorher. Und durch die Teillegalisierung soll ja auch der Schwarzmarkt zurückgedrängt werden, weil die Nachfrage sinkt und damit vermutlich auch der Preis für Cannabis auf dem Schwarzmarkt. Könnte die Teillegalisierung denn auch Auswirkungen haben auf den Preis in der Apotheke, also für medizinisches Cannabis? Also es ist ja so, dass jetzt mit dem neuen Gesetz Cannabis nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Das führt jetzt nicht dazu, dass jedes Unternehmen von nun an medizinisches Cannabis anbauen darf. Aber anders als zuvor muss es jetzt nicht mehr die europaweiten Ausschreibungsverfahren mitmachen, wodurch flexiblere Marktbedingungen geschaffen werden. Und das könnte sich vielleicht auch auf die Preise auswirken. Und dann kommt aber noch ein weiterer Aspekt dazu. Es ist ja auch immer mal wieder die Rede gewesen, kommerziellen Handel zu planen. Also die Bundesregierung will das erst in einer zweiten Stufe und über ein weiteres Gesetz regeln. Aber das zum Beispiel könnte sich ja auch noch mal positiv auswirken auf die Preise. Du hast für uns auch extra noch mal mit dem Schmerzarzt gesprochen, der auch Chris untersucht hat, Professor Joachim Natzdawek. Was sagt der denn dazu, dass sich für Cannabispatienten erstmal nichts ändert? Dass sich nichts ändert, ist für ihn schon eine schlechte Entwicklung natürlich. Und er vermutet, dass durch diese Teillegalisierung weit mehr Ärztinnen und Ärzte dann von vornherein sagen, Patientinnen und Patienten, pass auf, schließ dich lieber einem Cannabis-Club an. Der Aufwand ist so groß und der bleibt ja nach wie vor groß, was so die Kostenübernahme, was die Anträge anbetreffen. Das sind wahnsinnig dicke Akten, die da eingereicht werden bei der Krankenkasse. Und so Länder wie Kanada zeigen erfahrungsgemäß, dass da tatsächlich nach der Legalisierung die medizinischen Verschreibungen von Cannabis rapide zurückgegangen sind. Und warum ist das ein Problem? Ich meine, man muss immer bedenken, Menschen, die medizinisches Cannabis brauchen, die sind krank. Und sie bedürfen ja eigentlich auch einer weiteren ärztlichen Kontrolle. Und der Konsum muss ja weiter überwacht werden, weil sie oft ja auch noch andere Medikamente einnehmen. Und das gerät dann natürlich wiederum außer Kontrolle. Und das ist nicht so gut, dann da so eine Selbsttherapie zu schaffen, weil es nach wie vor trotz Legalisierung schwer sein wird, die Kostenübernahme bei Krankenkassen zu bekommen. Also das eine hat nämlich mit dem anderen nichts zu tun. Also die Teillegalisierung, die betrifft vor allem den privaten Konsum und bisher eigentlich gar nicht Cannabis als Medizin beziehungsweise die Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Gibt es denn eigentlich Pläne, die Regelungen für Medizinalcannabis demnächst auch anzupassen und quasi beide Gesetze zusammenzudenken? Herr Lauterbach hat immer wieder angedacht, dieses Gesetz medizinisches Cannabis zu erweitern, zu erneuern, aber so ganz konkrete Pläne gibt es nicht. Und zwar gibt es die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Und die berät auch, genauso wie Professor Natzdawek, die Bundesregierung in Bezug auf medizinisches Cannabis. Und gerade die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin hat jetzt im Zuge der Teillegalisierung auch wieder Wünsche bezüglich einer Veränderung vorgelegt, dass die Therapiehoheit von Ärzten einfach gestärkt werden. Ja? Im Gesetz steht noch immer, dass die Erlaubnis für Cannabis zu medizinisch-wissenschaftlichen Zwecken nur ausnahmsweise erteilt werden kann. Und die Teillegalisierung hat aber nun Cannabis ja aus dem Betäubungsmittelgesetz herausgenommen. Und damit gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr, so an diesen strengen Regelungen für Betäubungsmittel nach § 3 des Betäubungsmittelgesetzes festzuhalten.
Da geht die Realität jetzt eigentlich auseinander. Ja, und da hoffen sie, dass da schnell auch das medizinische Cannabisgesetz nachzieht und verbessert wird. Und was ist da jetzt heute die Argumentation der Krankenkassen? Sagen die, wir sind da besonders vorsichtig, weil eben die Studienlage noch nicht ganz ausgereift ist, da wir ja wissen, dass Cannabis auch negative neurologische Folgen hat? Oder was ist da der Grund? Also tatsächlich ist die häufigste Argumentation, dass die sagen, es gibt nicht genug Begleitforschung bisher, die da eingeflossen sind. Also wir haben heute noch nicht genug Daten über die Wirksamkeit und damit dann auch keine Erstattung durch die Kassen. Und ist das so? Nee, das könnte man ganz schnell dahingehend ändern, dass die Ärztinnen und Ärzte verstärkt auch in die Pflicht genommen werden, alles zu dokumentieren. Meinst du denn, werden die Krankenkassen jetzt ihre Vergabepolitik ändern, jetzt da Cannabis zum Teil legalisiert ist? Siehst du da den Willen? Ich glaube nicht, weil sie weiterhin immer noch nach ihren Katalogen ablehnen können oder nicht. Also dadurch, dass jetzt Cannabis aus dem Betäubungsmittelstatus rausgefallen ist, davon profitieren eigentlich nur die Apotheken. Die müssen nicht mehr so viel Papieraufwand betreiben. Sie mussten vorher auch noch so einen zusätzlichen Zuschlag zahlen, aber das ändert trotzdem nichts daran, ob jetzt Krankenkassen die Kosten übernehmen oder nicht. Also da haben sie nach wie vor das letzte Wort. Okay, also jetzt ist es natürlich eine verfahrene Situation und wir haben so ein bisschen geschaut, wo sind denn eigentlich die Stellschrauben, wo könnte sich was ändern, auch durch den Gesetzgeber. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit Chris aus? Wie geht es für ihn weiter? Die werden jetzt einen vierten Antrag stellen für die Kostenübernahme, in der Hoffnung, dass die Krankenkasse diesen vierten Antrag dann endlich auch bewilligt. Und was wollen Sie da jetzt anders machen? Also die stellen den Antrag ja wahrscheinlich nicht wie bisher, oder? Wenn es bisher so nicht funktioniert hat. Nee, die werden wahrscheinlich dann auch nochmal auch Bezug nehmen auf die Studienlage, wie Cannabis beim Tourette-Syndrom wirkt. Ja, also dass sie einfach nochmal so jeden einzelnen Aspekt untermauern, warum sie schon sagen, er ist austherapiert, was andere Medikamente anbetrifft. Mhm. Und wenn dann das Ganze abgelehnt wird zum vierten Mal, dann würden sie vor das Sozialgericht gehen und klagen. Okay. Wie würdest du sagen, sieht Chris da gerade drauf? Wie schaut er da in die Zukunft? Ich habe vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen und da war er so glücklich über das neue Gesetz, über die Teillegalisierung von Cannabis, weil für ihn das erstmal eine solche Erleichterung bereitet, nicht mehr kriminell zu wirken und etwas Illegales zu tun, wenn er Cannabis konsumiert. Von daher ist er gerade sehr, sehr glücklich und sehr viel entspannter als vorher. Ja, da merkt man dann auch, wie stark es ihn einfach unter Druck gesetzt hat, so illegal agieren zu müssen und so in den Schwarzmarkt gedrängt zu werden. Aber ich glaube auch, dass diese entspannende Wirkung jetzt der Teillegalisierung auch dazu führt, dass er sich vielleicht auch auf mehr einlässt, als er sich vorher eingelassen hat. Ja, nur um dann tatsächlich es mal voranzubringen, dass die Krankenkasse ihm endlich die Kosten übernimmt. Katrin, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Ja, sehr gerne. Inwiefern das neue Cannabis-Gesetz Deutschland nachhaltig verändern wird, das muss sich erst noch zeigen. Eine große politische Entscheidung ist es auf jeden Fall. Und in genau solche wegweisenden Momente gräbt sich der nagelneue BR-Podcast Die Entscheidung rein. Vom Ende der Atomkraft bis zum Aussetzen der Wehrpflicht. Jeden Monatsanfang kommen neue Folgen. Die Entscheidung findet ihr auch überall dort, wo ihr FKM hört. Und die Fernsehdokumentation von Katrin Wegner verlinken wir euch in den Shownotes. Da lernt ihr Chris noch besser kennen und seht auch, wie die Menschen in seinem Umfeld, zum Beispiel sein Sohn, ihm bei seinem Kampf um Anerkennung helfen. Autor dieser Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Christiane Gehäuser-Kamm, Alexander Gerhardt, Ruth-Maria Ostermann und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp.
11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann und morgen reisen wir hier ins Baltikum und beantworten die Frage, wie geht's den Menschen dort angesichts der Bedrohung durch Russland? Lasst uns ein Abo da, um die Folge nicht zu verpassen.